Aloha und weiter im Text mit Harvest Moon Wonderful Life. Wir haben den ersten Sommertag. Yippie-yay, yippie-yay, yippie-yay. Und es hat natürlich aufgehört zu regnen, was ich sehr schön finde. Denn, nein, es fängt an zu regnen. Ist auch in Ordnung, muss ich nicht gießen. Dann gucken wir mal, wie es mit unseren Feldern aussieht. Unsere Bäume sind ja jetzt auch schon wieder erntebereit. Nur, mal schauen, ne? So, wie sieht's denn bei euch aus hier? Halt. Du wächst noch, okay. Das sieht übrigens sehr lustig aus im Audacity, was ich hier gerade für einen Ton gemacht habe. Also der Ausschlag von der Aufnahme sah gerade sehr faszinierend aus. Ja, ich bin ein Spielkind. Lasst mich. Lalalalala. Wo ist denn die zweite Nahrungsquelle? Ist noch immer zwei. Ach, da hinten, oder? Habe ich die da hinten genommen oder habe ich die hier genommen? Ach, da hinten, da ist er. Lalala. Oh, da ist was reif und ich habe es übersehen. Oder ist es jetzt erst reif geworden? Ominös. So, dann einmal das bitte und einmal bitte Berry Toma. Zack. Gut, dann gucken wir mal eben, wie es hier um unsere Tierchen bestellt ist. Du bist noch da, das ist sehr gut. Die anderen sind immer noch weg. Das ist sehr schlecht. Ich hoffe ja, dass die uns nicht sterben. Ist bisher ja noch nicht passiert, aber... Das wäre schon ärgerlich. Zeig mal, wie geht's denen denn? Schwanger, normal, okay. Keine ist krank. Das werden sie ja, wenn man sie nicht füttert. Auch eine sehr nette Art der Formulierung von Unterernährung oder und so. Die sind krank. Krank klingt aber immer so, als ob man nichts dafür kann. Aber wenn man als Farmer seine Tiere nicht füttert, dann kann man ja schon was dafür. Ach ja. Harvest Moon halt. Warum nochmal habe ich mich jetzt nicht gleich ganz gekümmert? Ach Mann. Natürlich, weil ich Zeit strecken wollte. Wenigstens kann man mir nicht unterstellen, dass ich ein Let's Play künstlich in die Länge ziehe, um damit Geld zu verdienen, denn ich verdiene kein Geld damit. La 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 la. So. Dann. Einmal das. Und einmal das. Sehr schön. Sehr schön. Dann schauen wir mal weiter. Oh, ihr habt nichts zu fressen. Das ist, kann ich so nicht akzeptieren. Da. Bitteschön. Hühner versorgt. Da kommt jetzt, wo ich gerade von Hühnern spreche, da kommt jetzt ein Animationsfilm in die Kinos bald, wo es darum geht, dass Hühner von der Farm fliehen wollen, weil sie nicht gebraten werden wollen oder so. Und da habe ich gedacht, na? Ist das nicht eher Chicken Run? Und das gab's schon? Es fällt mir leider nicht ein, wie dieser Film heißt. Da gibt es bestimmt dann auch eine Liebesgeschichte, genauso wie bei Chicken Run. Ach, jetzt wo ich gerade von Chicken Run rede, habe ich irgendwie gerade voll Lust, mir diesen Film anzugucken. Mein Lieblingsfilm. Ich habe wegen diesem Film, das habe ich glaube ich schon öfter mal erzählt, habe ich eine Zeit lang kein Hühnerfleisch gegessen. Ja, jetzt ist doch mal langsam Schluss hier. Ich will doch nur dieses Ei haben. Mein Gott.
Ja, der hatte mich in der Schulzeit so nachhaltig beeindruckt, dass ich da echt gedacht habe, boah, nee, Hühnerfleisch esse ich nicht mehr. Hat aber auch nicht ewig gehalten. Irgendwann war es dann vorbei. Ich könnte auch nie im Leben Vegetarier werden oder Veganer. Aber ich will jetzt da auch auf keinen Fall eine mega große Kette lostreten. Aber das ist jetzt meine Meinung. Ich weiß, dass das im Internet immer so eine Sache ist mit dem Akzeptieren von fremden Meinungen. Aber ich finde es fragwürdig, wenn ich sage, ich esse aus Überzeugung kein Fleisch und kaufe mir dann im Supermarkt eine Tofu-Wurst, die schmeckt wie Fleisch. Wo ich mir dann denke, aha, und ich weiß nicht, ob diese Zusätze, die dann da drin sind, damit es nach Fleisch schmeckt, weil Tofu oder Soja schmeckt ja jetzt, hat ja jetzt keinen so mega großen Eigengeschmack, weiß ich nicht, ob das so viel gesünder ist, als Fleisch zu essen. Noch dazu ist Soja eine Monokultur und dementsprechend extrem anfällig für Pilzkrankheiten und muss dementsprechend extrem aggressiv gespritzt werden, damit überhaupt so viel geerntet werden kann, wie geerntet wird. Und das bedeutet wiederum, dass der Anbau von Soja viel, viel schlimmer ist als also für die Natur, weil eben beim Spritzen ja auch alle Tiere auf dem Feld sterben. Mäuse, Spinnen, Insekten, sowas. Da denke ich mir dann auch, ja, als Vegetarier hat man dann schon mehr Tiere auf dem Gewissen als Fleischfresser. Wenn man mal überlegt, wie sich das hochrechnet, wie viel Soja man braucht und so, wie viele Tiere dann und so. Das weiß ich nicht, also. Da formuliere ich es sehr gerne so wie Jürgen von der Lippe. Der hat nämlich gesagt, er würde jederzeit Vegetarier werden, wenn man ihm eine Pflanze zeigt, die schmeckt wie Rindsrouladen, wie Bockwurst, Döner und alles andere mit Fleisch. Wenn man eine Pflanze findet, die genau so schmeckt, wird er sofort Vegetarier. Alles andere, ne. Und ich befürchte, dass ich mit diesem Thema jetzt voll polarisiere, aber das mache ich halt. Nee, aber ist jetzt mal ernsthaft so, dass ich mir denke, ich weiß auch nicht. Viele Veganer essen ja dann auch ihre Sachen sehr, sehr heftig frittiert, damit sie nach was schmecken, glaube ich. Ich bin kein Veganer, ich kenne keine Veganer, ich weiß nur, was mir so erzählt wird von Leuten, die Veganer als Freunde oder Bekannte haben. Deshalb ist da jetzt sehr viel gefährliches Halbwissen dabei und ich hasse es ja, über Halbwissen oder mit Halbwissen schlau daherzureden. Auf jeden Fall ist es natürlich auch so eine Sache, was Evolution und sowas angeht, dass man sagt, naja, oder dass ich sage, naja, ich bin der Meinung oder ich denke einfach mal, dass der Mensch nicht dafür gemacht ist, ungekochte Fasern zu essen. So. Weil ansonsten hätte der Blinddarm noch eine größere Funktion. So. Das war es erstmal mit dem Thema. Fiel mir nur gerade ein, wo ich meine Feldarbeit betrieben habe. Aber eines muss man zugeben, als ich, das habe ich auch schon mal in dem Let's Play erzählt, ich hatte im vergangenen Jahr eine Tomatenpflanze. Habe ich mir angepflanzt und die habe ich gegossen und gepflegt und gehegt und dann konnte ich leider nicht alle Tomaten ernten, weil die nicht reif geworden sind. Aber ich habe einige ernten können und ich muss sagen, die hat viel besser geschmeckt als so eine Tomate aus dem Supermarkt. Und ja, ich meine, ich könnte nie im Leben so viele Tomaten anpflanzen, wie ich irgendwie esse. Also wenn ich mal daran denke, dass ich dann und wann, wenn ich Tomatensoße koche, dass ich dann so 3 Tomaten da reinschneide oder 4.
Da ist es dann schon so eine Sache, wenn man dann sagt, ja, ich pflanze die mir alle selber an. Wir haben zwar einen Garten, aber ich kann mich ja nicht hinstellen und anfangen, Ackerbau zu betreiben. Bin ja kein Farmer, also jedenfalls nicht in der Realität. Oh Gott. Jetzt muss ich gerade gähnen, es tut mir leid. Ich war wieder so lange wach, ne? Mal schön bis 3 Uhr wach bleiben und dann um 8:30 wieder aufstehen und dann irgendwie den ganzen Tag irgendwas machen und dann wundert man sich, dass man so müde ist. Unfassbar. Zeitmanagement war auch schon mal besser. Aber ich habe vergangene Nacht auch wenigstens was Produktives gemacht. Ich habe nämlich mein Thesenpapier fürs Prüfungsgespräch fertig gemacht und abgeschickt. Ja. Um 2 Uhr nachts. Warum auch nicht? Hab ja sonst nichts zu tun. Andernfalls habe ich noch einen Frosch im Hals. Ha. Ansonsten habe ich, ja, sonst habe ich nichts zu tun, genau. Dann gucken wir mal eben, die Muttermilch müsste ich nochmal irgendwie verkaufen oder loswerden. Die will ich jetzt so hier... wo willst du denn hin? Achso, was trinken. In Ordnung. Du könntest eigentlich ruhig weiter trinken, auch wenn ich dich melke. Weil Euter und Mund gehören, oder Euter und Maul gehören jetzt nicht so eng zusammen. Ne? Janet scheint glücklich zu sein. Das freut mich. Also, mir wäre es auch lieb, wenn sie nicht nur so scheint, sondern dass sie auch wirklich glücklich ist. So. Was stand da? Therese. Ja, das finde ich ein bisschen schade, dass da jetzt Therese mit Doppel-S steht, wegen Besitzanzeigendem und so. Normalerweise müsste da ja eigentlich ein Apostroph stehen. Naja. Sagte die Germanistikstudentin. Schenken wir mal unserem Ehevibe noch ein Blümchen. Hallo. Da, bitteschön. Damit die Liebe schön frisch bleibt. Ist auch süß. Muffy. Wenn man Muffy geheiratet hat, dann hätte sie jetzt schon graue Haare. Also, oder ein graues Härchen, so eine graue Strähne. Und Celia, ewig jung geblieben. Genauso wie Nami, die ist ja, der sieht man ihr Alter, glaube ich, auch noch nicht an. Sieht man mal, was man davon hat, wenn man sich die in Anführungsstrichen auf... Nee, hübscheste an Anführungsstrichen. Ich wollte eigentlich sagen, die aufgetakelste von den Frauen raussucht. Weil die dann am ehesten graue Haare kriegt. Finde ich irgendwie schon... Ist eine coole... Na, Gimmick ist es ja nicht, aber es ist halt so eine coole Anspielung von wegen, ja. Nur mit kiloweise Make-up bleibt man nicht jung. So, hauen wir hier noch ein bisschen Dünger aufs Feld. Ich habe letztens im Mediamarkt Fight Club gekauft. Einmal, weil ich ihn nicht gesehen habe und mir von so vielen Leuten gesagt wurde, man muss den gucken. Und weil er nur 3 Euro gekostet hat, habe ich gedacht, na gut, nimmst du ihn halt mit. Und Fight Club ist ja ab 18. Da war ich mit Anna im Mediamarkt und habe gedacht, ja, jetzt muss ich gleich meinen Ausweis vorzeigen und fummel schon mal an meinem Portemonnaie rum, weil der Ausweis in einem Fach steckt, wo man so schwer, also der hat so ein Sichtfenster und ups. Und da bleibt der Ausweis immer gerne hängen, wenn er ganz ins Fach rutscht und dann kriege ich den immer ewig nicht raus. Und da habe ich so gedacht, naja, fummelst denn schon mal raus, während die Frau abkassiert. Und dann sagte, dann wollte sie nur den Preis. Und dann sagte sie, hier, 3 Euro bitte. Und dann durfte ich gehen. Und ich dachte so, okay, ich musste letztens für einen Film ab 12 einen Ausweis vorzeigen. Und jetzt für den Film ab 18 keinen. Dann guckt mich Anna an und sagt ganz trocken, so,
jetzt ist jetzt bist du offiziell alt. Und ich dachte, nein, ich bin 21, noch keine 31, 41, 51. Naja, also fand ich doch sehr ominös und seltsam. Ich beschwere mich natürlich nicht, weil ich habe kein Problem damit, meinen Ausweis vorzuzeigen, so ist es nicht. Aber ich habe halt immer diese Schwierigkeiten, an den Ausweis ranzukommen, wie ich gerade erzählt habe. Nur finde ich es irgendwie seltsam, wenn dann so inkonsequent, wenn das so inkonsequent gehandhabt wird. Ne? Naja. Es tut mir übrigens leid, wenn ich so viel in die Aufnahme schniefe. Da ist halt das Problem, oder da liegt halt das Problem dabei, dass, Moment. Das Problem liegt halt darin, dass ich, es nicht gewohnt bin, so viel zu reden jetzt im Moment, weil ich halt vor einigen Tagen noch sehr krank war und, jetzt dazu neige, durch die Nase zu sprechen. Das ist eigentlich echt nicht gut. Ist überhaupt nicht gut. Und, oh nein! Mist. Und jetzt habe ich halt das Problem, dass, ich vor mich hin schnupfe und schniefe und schnüffel und noch irgendein mehrdeutiges Wort bitte, damit es so richtig schön klingt, als würde ich Drogen nehmen. Bis hier ist ja auch keine Weide, das ist ja auch Gras, ne? Zwinker. Warum frisst von euch eigentlich niemand? Achso, da ist was leer. Ist ja gut, musste ich ja nicht gleich verteidigen, war ja nur eine Frage. Ah, okay, wo man gerade davon spricht. Dich müsste ich noch waschen. Dres, du bist nämlich schmutzig. Hä? Hä? War das gerade... Das war doch gerade hier so ein Heu. Oder nicht? Das habe ich doch genau gesehen. Ich habe gutes Futter reingeschmissen und Heu lag drin. Ich habe es genau gesehen. Ihr habt es doch auch gesehen, oder nicht? Unfassbar. Einfach unfassbar. Wie man hier verarscht wird. Da kauft man gutes Futter, ja, so teures Futter und dann ist es Heu, was man sich selber holen kann. Von der Weide. Ich fühle mich verraten. Ich fühle mich betrogen. Hallo Zug. Hört man den überhaupt? Ich glaube ja. So wie Audacity hier ausschlägt, glaube ich schon. So, dann hauen wir das nochmal eben. Nee. Oh, ich muss ja noch meine Erträge wegbringen. Könnt ihr mal sehen. Ich wieder nicht aufgepasst. Na gut, dann machen wir das noch eben. Ah, wo bin ich nur mit meinen Gedanken? Huch. War jetzt gerade der Mauszeiger im Bild? Ich weiß nämlich nicht, ob ich das ausgeschaltet habe. Bin ich gerade gegen das Mauspad gekommen. Wäre natürlich blöd, aber... Naja. Hat er auch mal einen Gastauftritt gehabt. Und das wäre natürlich jetzt echt blöd, wenn man ihn nicht gesehen hätte. Also ja, ja, Cheryl Mauszeiger, genau. Leg mal die Flasche weg. Nimm mal die Spritze aus dem Arm. Alles gut. Es ist so traurig, dass ich die Katze nicht mit ins Haus nehmen darf. Und es ist so traurig, dass die Katze keinen Unterstand hat. Unfassbar. Naja, gut. Ich würde sagen, das war's erstmal. Wir sehen uns im nächsten Part von Harvest Moon und Wonderful Life wieder. Au revoir.